Glück. Aufschluss aus dem Schachtel, willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel. Ja Leute, tut mir leid, wenn die Kamera heute nicht optimal ist, aber die liebe Sonne scheint in mein wunderschönes Gamingzimmer und deshalb ist es so ein bisschen dunkel um mir rum. Ich kann es aber gerade nicht ändern. Ist auch eigentlich Wurst, denn ihr sollt eher zuhören, was ich sag. Ich habe heute ein Thema mitgebracht, was wahrscheinlich von euch jetzt jeder mitbekommen hat. Und zwar gibt es ja mal wieder richtig krassen Beef in der COD-Community. Und ja, ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie hat das Ganze mich dazu bewegt, auch mal ein Video zu machen. Ihr kennt mich ja mittlerweile alle, oder zumindest viele kennen mich ja schon ziemlich lange und wissen, dass ich normalerweise zu so einem Thema kein Video mache, dass ich mich da einfach raushalte, weil es mich hier interessiert, beziehungsweise ich mir manchmal auch denke, ey komm, für diesen Kindergarten bist du einfach zu alt. Aber ich habe mich dazu entschieden, doch mal ein Video zu machen, wo ich mal meine Meinung äußern will. Jetzt nicht nur irgendwie zu dem Beef vielleicht, sondern auch was ringsrum alles ist. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr einfach mal kurz zuhört und nicht direkt irgendwelche Scheiße in die Kommentare schreibt. Das könnt ihr am Ende immer noch machen. Wie gesagt, ich bin da total offen. Und ja, fangen wir einfach mal an. Und zwar, es geht ja darum, um diesen Community-Beef, der momentan entstanden ist durch dieses Zelos-Turnier. Ich glaube, jeder, der das Video angeklickt hat, weiß, worum es geht. Wer es nicht weiß, ganz einfach. Und zwar, Team Red hat gegen Master Scorpion sein Team gespielt. Und ja, Royal ist halt wieder mal in der Wortwahl ein bisschen ausfällig geworden gegenüber Escalation. Also sein eigener Teammate hat ihn halt beschimpft und so weiter. Und es ist jetzt dazu gekommen, dass er von dem Turnier ja disqualifiziert wurde und so entstand der ganze Beef eigentlich. Ich muss dazu sagen, ich finde es auf jeden Fall nicht okay, was Royal da gemacht hat. Man muss aber dazu sagen, dass einfach in so einem Moment, wenn du wirklich in einem Match bist und du fieberst extrem den Sieg entgegen oder du willst unbedingt gewinnen, dann fallen ab und zu mal Wörter, die normalerweise halt nicht fallen. Und das kommt immer auf den Charakter drauf an. Zum Beispiel, ich nehme jetzt bloß mal Beispiel, Whisker Wasser ist zum Beispiel so ein Typ, der niemals, da würde zwar auch beleidigen, aber niemals in dieser Kategorie. Und Royal ist halt ein ganz anderer Typ. Für ihn sind halt, sag ich mal, Beleidigungen, ja, er sieht es halt wahrscheinlich selbst nicht so streng. Ich meine, das sollte jetzt keine Rechenschaft oder Entschuldigung für Royal sein. Das macht man einfach nicht, das weiß man. Gerade wenn man so ein Community-Event hat, wo man eigentlich als großer YouTuber ja ein Vorbild sein soll, ist es einfach nicht angebracht. Und ja gut, ich verstehe auch seine Reaktion, weil jetzt disqualifiziert worden ist, dass er halt extrem scheiße drauf ist, weil am Ende des Streams haben die sich ja wieder vertragen, Escalation und Royal. Und ja, deshalb sollte man das vielleicht auch so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Ich verstehe aber auch einfach die Meinung von den Organisatoren, die das Zelos-Turnier halt organisiert haben. Ich habe gerade eben das Video von Whisker Wasser gesehen, wo er halt das erste Mal in seinem Leben zu sowas Stellungnahme gemacht hat. Und ich meine, wenn ich da höre, was da auch wieder gefallen ist, dass zum Beispiel Royal ihn gedroht hat, ihn auf der Gamescom zu verprügeln und so weiter, dann greife ich mir an den Kopf und denke mir, Junge, du bist eigentlich so groß auf YouTube, du solltest doch eigentlich ein Vorbild sein. Warum zum Geier machst du immer wieder so eine Scheiße? Und das kann man irgendwann, ist halt auch so ein Punkt, finde ich, erreicht, wo es halt einfach nicht mehr zu entschuldigen geht. Ich meine, er hat damals schon eine krasse Story abgezogen gegen Allotrix. Was da wirklich wahr ist und so weiter, will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Aber wenn ich einfach sowas schon mal gebracht habe und keine Ahnung, dann weiß ich doch, dass in dem Turnier die Augen auf mich gerichtet sind, ob ich mich benehmen kann oder ob ich mich nicht benehmen kann. Natürlich, wenn jetzt einige sagen, ja, es ist doch nur eine Beleidigung und so weiter, natürlich fällt es. Ich habe früher hochklassig Fußball gespielt, wir haben uns selber auch beleidigt, aber es ist trotzdem Fakt, dass man das einfach nicht macht. Gerade wenn auch noch viele jüngere Leute und so weiter zuschaut, macht man das einfach nicht, auch wenn vielleicht die Emotionen bei so einem Turnier dann extrem hoch sind. Und ich kann da auch in gewissen Maßen halt die Leute, die das entschieden haben, verstehen. Und ich kann da auch ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, warum jetzt alle auf Whisker Wasser gehen. Ich meine, das haben mehrere Leute entschieden und dass jetzt alle auf ihn irgendwie draufspringen, ist für mich auch nicht so richtig logisch. Aber das zeigt auch wieder meiner Meinung nach ein wenig den Charakter von Royal. Er hat direkt diese Meldung bekommen, dass er disqualifiziert ist, haut erstmal einen Post raus und macht erstmal wieder einen fetten Beef. Und warum? Dass er einfach mal wieder bei aktiven Abonnenten und so weiter, ihr weißt, er hat viele Abonnenten und so weiter, aber es ist trotzdem für ihn immer wieder ein Push, den er nutzt. Und das regt mich einfach, also das ist so ein Punkt, der mich echt tierisch aufregt. Dann sollen sie das doch irgendwie innerhalb klären, ne? Und er soll halt bloß sagen, okay, ich bin vom Turnier disqualifiziert, fertig, Punkt, aus, Ende. Warum muss man jetzt wieder so ein scheiß Community-Beef machen? Ich verstehe das nicht. Ich denke halt auch immer an den Hintergrund. Ihr müsst euch mal vorstellen, Leute, was ist in den letzten Jahren im COD passiert? Ja, ich bin noch nicht so lange eigentlich dabei, trotzdem sehe ich es einfach, beziehungsweise habe ich es auch von vielen Leuten gehört. Es ist einfach nur noch
keine Ahnung, jeder beeft sich gegenseitig, jeder macht irgendwie einen Schwanzvergleich, wer ist der Beste, wer ist der Geilste und so weiter. Und das finde ich einfach extrem traurig und das hat mir auch einfach wieder dieses Turnier gezeigt. Es war eine gute Idee, so ein Community-Event zu machen. Es war klar, dass erstmal große YouTuber dabei sein müssen, dass halt ja einfach größere Reichweite erreicht wird. Aber letztendlich sieht man trotzdem wieder an diesem Turnier, dass es nicht um die Community geht, dass es nicht darum geht, gemeinsam Spaß zu haben, sondern dass es einfach darum geht, dass jeder beweisen will, ich bin der Beste, ich bin der Coolste und ich bin der Größte. Und natürlich hat es den Effekt, dass natürlich dann wieder einige Leute auf den Channel dazukommen, neue Abos entstehen, mehr Klicks und so weiter und so fort. Also für mich ist im Nachhinein jetzt, das Turnier ist zwar noch nicht vorbei, aber ist das eigentlich bloß ein Turnier gewesen, wo es wieder darum geht, ich bin der Beste, kommt, abonniert mich und so weiter. Und dieses Thema Community, finde ich, ist ganz weit hinten. Und ich glaube auch nicht, dass nach diesem Beef jetzt jemals irgendwie wieder so ein Turnier entstehen wird, wo wirklich dann mal die Community, also wir kleinen YouTuber, dran teilnehmen können, weil das ist nach dem Ding vermutlich Geschichte. Werden sie nicht wieder machen. Die Großen haben wieder ihren Schwung bekommen. Waren ja auch viele dabei, wo ich sagen muss, die sind jetzt gerade nicht so im Hype. Die haben natürlich wieder einiges abgefasst. Ich freue mich natürlich für die kleineren YouTuber, die dabei gewesen sind, wie Panda zum Beispiel, den gönne ich das. Ich kenne ihn zwar jetzt nicht persönlich, aber ab und zu mal sein Video geschaut und für ihn freue ich mich einfach. Und ich hätte es von Anfang an viel besser gefunden, wenn man wirklich sagt, hey, das sind korrekte YouTuber. Und man macht dann halt ein Team, zwei YouTuber, zwei Leute, die sich bewerben können mit irgendwas. Und dann wäre gut gewesen, da hätten sie trotzdem noch genug Reichweite gehabt. Es wären wirklich Leute aus der Community, aus der kleineren Community dabei gewesen. Und es wäre wirklich in meinen Augen ein besseres Community, ja, Projekt gewesen. Aber so ist wieder die ganzen großen YouTuber, die sich dann gegenseitig wieder irgendwie versuchen, da ja auch irgendwie auszukontern. Man hat ja jetzt wieder gehört, geht ja gleich der nächste Beef los zwischen Royal und KS Freak, weil KS Freak ja für Royal einspringen wird und so weiter. Und ja, Marcel spielt halt jetzt bei Anton und das war natürlich auch wieder ein Thema. Und ich kann das einfach nicht nachvollziehen. Ihr merkt schon, das Video wird wahrscheinlich wieder extrem lange. Da kriege ich einfach so einen tierischen Hals, weil das hat einfach nichts mit, in meinen Augen, nichts mit Community zu tun und ich verstehe es auch einfach nicht, wenn man diesen Beef jedes Mal wieder loslassen kann. Ich war eigentlich froh, dass solche Leute wie Whisker Was am Mars Scorpion ja momentan so gehypt werden, weil das, finde ich, Leute sind, die nicht auf Beef aus sind, die halt wirklich mal, sag ich mal, die ganze COD-Community ein bisschen besänftigt hat, dass es mal wieder in der normalen Richtung geht, weil damals, wo das noch mit den Clans so krass war, war ja dieser Beef auch schon so extrem und ich kann es einfach nicht verstehen, wir spielen alle dasselbe Game, wir haben alle dieselben Interessen. Warum muss man sich denn immer gegenseitig irgendwie so beefen, um irgendwelche Abos oder Aufmerksamkeit zu bekommen? Kann ich einfach nicht nachvollziehen. Ich will mich auch auf keiner Seite schlagen, weder auf Royals Seite noch auf Whisker Basis oder sonst irgendwelcher Seite. Ich kann das halt einfach nur nicht nachvollziehen und ich finde es halt einfach schade, dass wieder so ein Community-Projekt, wo ich mir eigentlich gedacht habe, hey, das könnte vielleicht mal was Gutes werden, wieder so ein Schuss nach hinten war und es einfach die wahren Gesichter von vielen gezeigt hat, dass es wirklich wieder nur darum geht, ich kriege einen Push jetzt, weil ich bin da dabei, da schauen viele Leute, das wird extrem gehypt und so weiter. Und wenn man ehrlich ist, Leute, ging es in diesen ganzen Zelos-Turnieren nur um eine einzige Sache. Alle YouTuber, die da mitgemacht haben, sollten natürlich auch alles hypen, weil auf Bezug Black Ops 3, man muss ja wieder COD mal ein bisschen in den Vordergrund schieben, also viel Werbung machen und so weiter, dass viele Leute kaufen. Und die Leute haben, denke ich mal auch, weil die haben das ja auch entschieden, wo sie COD anzocken wollen, vielleicht entschieden, das zu machen, um einfach auch zu sagen, hey, wir haben was gemacht, wir haben Werbung zum Beispiel gemacht. Wir sind nächstes Jahr wieder dabei, wenn es heißt COD anzocken, das bringt natürlich wieder viele Klicks, viele Abos und so weiter. Also für mich ist das irgendwie so ein ewig langer Rattenschwanz und ja, es ist eigentlich total traurig. Ich vermute mal wahrscheinlich, dass eh nicht so viele jetzt verstehen, was ich mit diesem Video sagen wollte. Ich finde es halt einfach nur, ja, wie ich es halt schon 100 Mal gesagt habe, extrem schade, dass es so geendet ist, dass man halt wirklich gesehen hat, worauf die Leute oder, sag ich mal, viele aus waren. Das sind ja nicht alle dabei gewesen, die so gedacht haben, aber der eine oder andere sieht man das halt so ein bisschen an und ja, ich finde es halt einfach schade. Ich hoffe, dass irgendwann mal dieser scheiß Beef, der ständig irgendwo ist, sich irgendwie legt, weil es macht halt einfach keinen Spaß. Ich finde es halt viel schöner, wenn die Leute einfach zusammenarbeiten und ja, das soll es auch gewesen sein. Wie gesagt, bloß mal eine kurze Stellungnahme. Jetzt könnt ihr mir auf jeden Fall unten in die Kommentare eure Meinung schreiben. Ich würde mich mega freuen, mit euch mal eine Runde darüber zu diskutieren.
um einfach mal zu sehen, was ihr über dieses ganze Thema denkt. Und ja, mit diesen Worten will ich das Ganze auch abschließen. Ich würde sagen, Leute, bleibt geschmeidig, locker flockig von der Hüfte. Bis zum nächsten Video, euer Black Primus.